Russland, das flächenmäßig größte und wohl auch eines der mächtigsten Länder der Welt. Neben malerischen, weiten Landschaften besticht das Land vor allem mit seiner spannenden Geschichte und Kultur. Und die kann man wahrscheinlich nirgendwo besser erleben als in St. Petersburg. Die zweitgrößte Stadt Russlands wird von vielen als Venedig des Ostens bzw. das Venedig des Nordens bezeichnet. Das liegt an den zahlreichen Brücken der Metropole. Mit über 800 gibt es hier mindestens doppelt so viele wie beim italienischen Vergleichspartner. Darüber hinaus gilt St. Petersburg mit seinen ca. 2000 Bibliotheken, mehr als 200 Museen, 80 Theater und 45 Galerien als Kulturhauptstadt des Landes. Besonders zu erwähnen ist hier die Eremitage, welche mit ihren ca. 3 Millionen ausgestellten Werken als eine der größten und bedeutendsten Kunstmuseen der Welt gilt. Als Highlight sehen viele Touristen allerdings die zahlreichen Museumskatzen, welche dort leben und die Eremitage vor Ratten und Mäusen schützen sollen. Wir kommen von der zweitgrößten Stadt Russlands nun zu der größten, Moskau. Auch in der 12,4 Millionen Einwohner-Metropole gibt es unglaublich viel zu entdecken. Doch hier fällt ein außergewöhnlicher Touristenmagnet sofort ins Auge, welcher in vielen anderen internationalen Städten oft nur Beiwerk ist. Die öffentlichen Verkehrsmittel. Die Moskauer Metro ist weltberühmt für die atemberaubende Architektur ihrer Stationen. Hier lassen sich unzählige Statuen, Mosaike und Wandgemälde bestaunen, während man auf den nächsten Zug wartet. Obwohl warten hierbei das falsche Wort ist, denn mit einem kürzesten Takt von gerade mal 90 Sekunden ist die Moskauer Metro auch eine der schnellsten weltweit. Mit einer Streckenlänge von ca. 400 Kilometern und über 200 Stationen, manche davon bis zu 84 Meter tief unter der Erde, zählt sie auch zu einer der größten und tiefsten U-Bahn-Netzwerke, die jemals erbaut wurden. Die Metro erfreut sich dabei so großer Beliebtheit bei Touristen, dass mittlerweile schon eigene Tagesführungen durch die einzigartigen Tunnelsysteme angeboten werden. Nicht nur die Metro macht Moskau besonders, wenn es um das Thema Züge geht, denn hier beginnt auch die weltberühmte Transsibirische Eisenbahn, die längste Eisenbahnstrecke der Welt. Sie erstreckt sich über eine Länge von insgesamt 9.288 Kilometern, passiert dabei rund 400 Bahnhöfe und durchquert ganze 8 Zeitzonen, bis sie schließlich nach mindestens 6 Tagen an ihrem Zielbahnhof in Wladiwostok am Pazifik im fernen Osten des Landes ankommt. Und auch wenn diese Fahrt extrem lang erscheint, so ist sie doch alles andere als langweilig, denn hier erhält man einen einzigartigen Blick in die wunderschönen Landschaften der isolierten und wilden Natur Russlands. Der Bau der Eisenbahnstrecke begann 1891 und dauerte insgesamt 25 Jahre. Die Gründe für die Realisierung dieses Mammutprojektes waren unter anderem ein besserer Zugriff auf Sibiriens Rohstoffe, die Expansion der russischen Wirtschaft und das Ziel, einen eisfreien pazifischen Hafen besser erreichen zu können. Ähnlich wie Wladiwostok liegt auch die Stadt Oymyakon im fernen Osten Russlands. Das kleine 462 Einwohnerdorf erlangte internationale Aufmerksamkeit als kältester dauerhaft bewohnter Ort der Erde. Offiziell liegt der kälteste Wert bei minus 67,8 Grad Celsius aus dem Jahr 1933. Inoffiziell soll es jedoch noch kälter gewesen sein. Ein Denkmal in der Stadt gibt an, dass im Jahre 1926 unglaublich frostige minus 71,2 Grad Celsius gemessen worden seien. Logischerweise sind die Lebensbedingungen für die Menschen dort dementsprechend hart und die Gefahr zu erfrieren ist allgegenwärtig. Autos, die im Freien stehen, müssen sogar ihren Motor anlassen, da sie ansonsten nicht mehr anspringen würden. Der Name Oymyakon bedeutet lustigerweise aufgetautes Wasser, was auf die nahegelegenen Thermalquellen zurückzuführen ist. Ganz Mutige trauen sich sogar dort zu schwimmen, im kältesten Dorf der Welt. Ein Rekord der ganz anderen Art trug sich am 30. Oktober 1961 auf der russisch-arktischen Doppelinsel Novaya Zemlya zu. Um 11.32 Uhr Moskauer Zeit wurde hier die sogenannte Zar-Bombe gezündet, die stärkste je gebaute und gezündete Wasserstoffbombe aller Zeiten. Diese nukleare Waffe besaß eine Sprengkraft von 1 Million Tonnen TNT. Somit war sie ca. 4000 Mal stärker als die Hiroshima-Bombe, welche im Zweiten Weltkrieg von den USA über Japan abgeworfen wurde. Der Atompilz der Zar-Bombe war insgesamt 65 Kilometer groß, rund 7-mal so hoch wie der Mount Everest, und der Lichtblitz der Explosion konnte über 1000 Kilometer weit beobachtet werden. 2 Jahre danach einigten sich die USA, die Sowjetunion und Großbritannien auf ein Verbot von oberirdischen Kernwaffenversuchen. Somit dürften wir eine so enorme Explosion wohl erstmal nicht mehr wiedersehen. Tatsächlich wurde das Bildmaterial, was ihr gerade seht, erst dieses Jahr,
2020 von der russischen Regierung freigegeben. Mittlerweile dürfte klar sein, Russland ist groß. Und zwar verdammt groß. 17,1 Millionen Quadratkilometer, um genau zu sein. Es ist flächenmäßig das größte Land der Erde und neuesten Berechnungen zufolge fast so groß wie der Zwergplanet Pluto. Insgesamt grenzt Russland dabei an 14 Länder, so viele wie keine andere Nation. Doch der Schein kann trügen. Auf geografischen Weltkarten erscheint Russland nämlich tatsächlich stets größer, als es in Wirklichkeit ist. Das liegt an der sogenannten Mercator-Projektion, welche angewendet wird, um die dreidimensionale Oberfläche der Erde auf einem zweidimensionalen Medium wie einer Karte darzustellen. Dabei kommt es zwangsläufig zu Verzerrungen, wobei hier der Breitengrad vom Äquator aus in Richtung beider Pole hin zunimmt. Dadurch ist Russland eigentlich fast doppelt so klein, wie es auf den meisten Weltkarten gezeigt wird. Dasselbe gilt allerdings auch für andere Länder, welche nahe an den geografischen Polen liegen, wie beispielsweise Kanada oder das zu Dänemark gehörende Grönland. Neben den 14 Grenzen auf dem Festland hat Russland zudem noch zwei Seegrenzen. Den meisten dürfte das erste von den beiden angrenzenden Ländern, Japan, noch logisch erscheinen. Doch viele vergessen oder wissen gar nicht, dass Russland theoretisch nur 4 Kilometer von den USA entfernt liegt. Für viele fühlt es sich so an, als ob diese beiden oftmals miteinander konkurrierenden Nationen auf der anderen Seite des Erdballs liegen würden. Doch in der Meerenge Beringstraße geben sie sich sozusagen die Hand. Hier ist die US-amerikanische Insel Little Diomede in Sichtweite ihres russischen großen Inselbruders Big Diomede. Auch die Tagesgrenze verläuft hier, sodass die beiden Inseln eine Zeitdifferenz von 21 Stunden besitzen. Tatsächlich friert im Winter das stellenweise nur 3 Meter tiefe Meer zwischen den beiden Inseln zu, sodass man in der Theorie eigentlich von Russland in die USA laufen könnte. Praktisch gesehen ist das aber deutlich schwieriger, da die beiden Nationen ihr Territorium gut bewachen und nicht mal die Einheimischen dort die Grenze ohne besondere Erlaubnis überqueren dürfen. Oftmals müssen die USA und Russland jedoch zusammenarbeiten. So ist es zum Beispiel auch auf der internationalen Raumstation ISS der Fall, welche alle 90 Minuten die Erde umkreist. Neben Englisch ist an Bord der ISS Russisch die zweite offizielle Sprache. Trotzdem müssen so gut wie alle Astronauten Russisch lernen, da sie, bis vor kurzem, nur mit dem russischen Raumschiff Sojus überhaupt erst zur ISS reisen konnten. Und da alle Kommandos aus dem Flugzentrum und alle Beschriftungen auf den Konsolen der Sojus auf Russisch sind, kommt man um das Lernen der Sprache nicht herum. Sowohl der britische Astronaut Tim Peake als auch sein deutscher Kollege Alexander Gerst beschrieben das Russischlernen als den härtesten Teil der Astronautenausbildung. Im Jahr 2020 wurde dann jedoch das jahrelange russische Weltraummonopol durch Elon Musk mit dem Raumschiff Dragon seiner Firma SpaceX vorerst unterbrochen. Wie sich das allerdings in Zukunft auf Russisch als Weltraumsprache auswirken wird, bleibt abzuwarten. Eines der meistverkauften und wohl auch bekanntesten Spiele der Welt ist Tetris. Und das kommt ebenfalls aus Russland. Erfunden wurde es im Jahr 1985 vom Computerspezialisten Alexei Pachitno. Tetris leitet sich dabei vom altgriechischen Wort für 4 ab. Das ist eine Anspielung auf die Anzahl der quadratischen Blöcke, aus welchen jeder Tetris-Stein besteht. Als dann 1989 eine Version von Tetris auf dem Nintendo Game Boy erschien, war der Siegeszug des Videospiels nicht mehr aufzuhalten. Seit 2010 findet sogar eine jährliche Tetris-Weltmeisterschaft in den USA statt. Auch 2020 werden viele hochkompetitive Spieler im Dezember wieder an den Start gehen. Allerdings findet dieses Jahr das Turnier, aus nachvollziehbaren Gründen, ausschließlich online statt. Die letzte Weltmeisterschaft, mit der Russland für internationale Aufmerksamkeit gesorgt hat, war wohl die Ausrichtung der Fußball-Weltmeisterschaft im Jahr 2018. Zwar freut sich auch dieser Sport unter Russen größter Beliebtheit, doch eine noch populärere Teamsportart dürfte auf jeden Fall das Eishockey sein. Und der Erfolg gibt ihnen recht. Ganze 27 Mal konnte Russland Weltmeister in dieser Wintersportart werden. Mit dieser hohen Anzahl an Siegen sind die Russen die absoluten Spitzenreiter weltweit. Hallo Leute, wenn ihr es bis hier in dem Video geschafft habt, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da, dadurch verpasst ihr keine meiner spannenden Länder-Fakten-Videos mehr und ihr unterstützt einen kleinen, aufstrebenden YouTuber. Ich investiere sehr viel Zeit und Mühe in meine Videos und wenn ihr mir zeigen wollt, dass ihr so etwas zu schätzen wisst, dann liked und kommentiert auch gerne das Video. Das hilft auch anderen, dieses Video besser auf YouTube zu finden und so können noch mehr Menschen etwas über Russland lernen. Falls ihr Russen seid oder kennt, dann schickt das Video doch gerne euren russischen Freunden,
Würde mich auf jeden Fall mal brennend interessieren, was die von den ganzen Fakten halten. Checkt auch gerne mein Italien-Fakten-Video ab. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao, ciao.